So, da bin ich wieder. Auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Abonniert, kommentiert, lasst ein Like da und folgt auf Twitch. Würde eine geile Sache sein. So, back to the stream. ich habe mir gerade Lego Rock Band angeschaut, ne? Pass auf. So, ich muss selber was sehen. PS3. Es gibt außerdem noch ein DLC. Wenn ich Trophy Guide mache, 100 Stunden. Nee. Und? Du brauchst Peripheral, diese Instrumente brauchst du. Und ein Mikrofon. Und 4 Controller. Irgendwie. Also. Und es gibt noch. Wie gesagt, noch irgendwie ein DLC. Nee. Mach ich nicht. Danke. Aber Rockband, vergiss es. Und Battle war für den DS. Das müsste ich dann gucken, was der Spaß kostet. Aber ich investiere keine 100 Stunden in Lego Rockband. Und kauf mir die Instrumente. Für wahrscheinlich sehr, sehr teures Geld. Damit ich eine Platin mehr habe. Never ever. Also Rockband werden wir auf jeden Fall rauslassen. Das mache ich nicht. Das tun wir uns nicht an. Vor allem darfst du ja nicht vergessen, da sind wahrscheinlich auch noch lizenzierte Musikstücke dabei, die sowieso im Stream und in YouTube zu vergessen sind. Das kommt ja noch dazu. Aber da kommt die GEMA und tut mir schön Copyright, Cockstrike geben. Was eigentlich sinnlos ist, weil ich habe dafür das Spiel bezahlt. Aber gut. Erklär das mal der GEMA. Aber Lego Battles, warte mal, ich kann ja kurz parallel auf eBay. Solange da Zeug läuft, was mich sowieso nicht interessiert. Lego Battles DS. Nintendo DS-Spiel Lego Battles, nur das Modul, 15 Euro. Das ist das einzige, was ich aus Deutschland gefunden habe. Alles andere ist Außerlande. Und jetzt hast du Gefühl für Versand mehr als für alles andere. Muss ich mal gucken. Ich sag mal, ist jetzt kein unbedingt nötiges Spiel, wenn ich es irgendwoher mal billig herkrieg. Können wir es gerne mit einbauen, kein Thema. Können wir es ja nachholen, aber pff, muss jetzt nicht sein in meinen Augen. Eine Überlegung wäre es wert bei dem Marvel Superheroes Ding, weil das scheint auch von der Story her ein bisschen anders zu sein. Für die Vita, das wäre eine Überlegung wert. Ich glaube, da zahle ich auch um die 20 Euro oder was für das Ding. Wenn du schlecht drauf bist. Mal gucken. Eben. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so, als würden uns die Spiele ausgehen, die wir spielen können. Also da gibt es andere Probleme. Also Lego Battles halte ich auf jeden Fall Ausschau. Wenn ich die irgendwo mal sehe, werde ich die mir holen. Aber die anderen Lego Teile für die S und wie sie alle heißen, die ich schon da habe, kann man sich ja mal überlegen.
Ja, die werden an sich auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil das sind DS-Teile, die sind generell nicht so lang. Aber es gibt halt keine Platins, das heißt, wir würden dann auf die Reihen 100% spielen. Ja gut, mein Gott, dann ist es halt so. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wie gesagt, allein nur mit den Main-Teilen sind wir ja schon gut beschäftigt. Allein wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich für Lego Super Heroes gebraucht habe. Und dann war ich abgefuckt. Ich habe das mal auf dem PC mal auf 100% gespielt. Ich habe einen Stan Lee verpasst zu retten in einer Sequenz, wo du nicht mehr hinkommst. Und wenn du den verpasst, kommst du nie wieder an ihn dran. Und so konnte ich keine 100% spielen. Ich war so genervt. Ich meine, es ist ja nichts außer, dass auf dem Spiel draufsteht 100%, ne? Es hat mich abgefuckt. Und bei Steam gibt es da mittlerweile auch Erfolge, aber es gibt keine Platins und so ein Bullshit. Was ich ein bisschen schade finde tatsächlich. Verstehe nicht, warum keiner die Platins nachmacht. Ist das irgendwie gecopyrighted von Sony? Könnte ich mir gut vorstellen. Aber irgendwie, ja. Wäre das an sich keine so schlechte Idee. Aber wie gesagt, das hat mich wirklich abgefuckt. Ein Stanley nicht gerettet, weil ich da irgendwie dachte, ich komme da sowieso schon noch hin. Oh, falsch gedacht. Aber diesen Fehler mache ich im Stream dann nicht mehr. Hoffe ich. So, komm. Machen wir das Level hier zu Ende. Ich will hier weiter. So, so ein stumpfes Level, ne? Na komm. Hopp, 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 hopp. Oh Gott, Hilfe. Und down. So. Komm schon, komm schon. Wo ist der Dicke? Den will ich zuerst haben. Okay, bis ich so weit bin, habe ich die anderen schon alle erledigt. Ah, da ist er. Was ich mir auch schon überlegt habe, war für die PlayStation so eine Tastatur mit Maus zu kaufen. Ich weiß nicht, ob man da eine normale Maus auch anschließen kann, ob die zählt oder ob da irgendwie eine spezielle gebraucht wird, dass ich Shooter-Spiele auch spielen kann. Weil mit Controller, das ist ein reiner Abfuck für mich. Ich kann nicht mit Controller Shooter-Spiele spielen. Da müsst ihr mir auch mal erkundigen, wie das ist.
So, weiter geht's. Alles klar, Maddie. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns. Schlaf gut. So, soll ich wieder krampfhaft die 100.000 suchen oder soll ich die einfach eher locker angehen? Weil wir haben die vorhin auch so nochmal quasi gemacht, die 100.000. Ich glaube, wenn ich die natürlich spiele, sollte ich da auch genug haben. Aber dann habe ich immer die Sorge, dass ich am Ende nicht genug habe und dann reicht mir genau ein Tausender nicht oder so. Nee, ich fühle mich da sicherer, wenn ich erst die 1000 habe. Die 100.000. Check. Gut, weiter. Was kommt hier noch für Level? Es kommt noch die Wolkenstadt. Und Yoda, klar. Yoda kommt auch noch. So, einer der schlimmsten Level. Wolkenstadt ist eher so, okay. Ist auch nicht die beste, aber geht so. So, sammeln wir mal alles ein hier. Okay. Oh Gott, nein. Muss ich noch eine Runde warten. Fuck. So. Oh, hopp. Na, also. Drehen. Ja, komm, fahr noch schneller. Boom. C3PO. Der Typ steht aber auch immer in irgendwelchen unnötigen Räumen rum. So wie abgestellt und vergessen einfach, dass er da ist. So, check, 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 check. Jetzt kommen wieder böse Männer. Oder er ist nämlich drauf, fuck. Er ist nämlich drauf, fuck. Nein, sage ich ja. So, piep, 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 piep. Eins der schlimmsten Räume ever. Gut. Hey, mit dem Money. So. Check. Eigentlich würde ja einer reichen, aber wegen dem Geld machen wir noch ein bisschen mehr. Wir haben ja gerade eben schon gesehen, Zeit ist nicht so wichtig, wenn man die 100.000 hat. So. Okay, das geht nicht. Da muss ich gerade mit der dicken Maschine gegen schießen.
So. Check. Wunderbar. So, C3PO, komm mal rum. Schau, das Land gewünscht. Ne, so nicht. Dass das Ding auch nicht einfach rückwärts fahren kann, ne? Na, also. Und ui. So. Check. Da ist doch was Gutes bei rauskommen. Ein bisschen Money. Oh, und neue Gegner, natürlich. Hey, ich hab's doch gerade zusammengebaut. Blöden Arschgeigen. Die Blöden. Jetzt reicht's dann aber. Ha, danke, C3PO. Geblockt. So. So viel Geld. Au. Hey. Nicht außerhalb Bildschirms auf mich schießen. Das ist frech. Das gehört nicht zu den guten Manieren hier. So, kriege ich das irgendwie hin, alle gleichzeitig zu bedienen? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu gut gewesen. So, und so. Die Tausender lasse ich jetzt hier liegen. Und 4000, ja, aber zu viel Zeit. Entschuldigung. So, die auch noch kaputt. Dann schieben wir mal ein so ein Ding da drauf. Tausende. So, C3PO, machen wir die Tür auf. Piep, 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 piep. Gut. Hier ist doppelte Bombenzahl. Da kommen wir ein bisschen wenigstens an Knete. So. Immerhin. So, ihr faulen Säcke. Na, also. Dann sind wir jetzt quasi mit dem Level durch. Ich meine, jetzt kommt die Garage oder. Oder der Hangar. Ja, genau. Und da kommt Chewie. Sehr gut. Einmal Türchen aufmachen. Ah, komm jetzt. Na also. So, ja. Weil von den Viechern brauchen wir auch nochmal einen. Den nehmen wir gleich. Erstmal das Ding hier aufbauen. Die Knete nehmen wir mit.
60.000 sollten ungefähr reichen hier. Dann sind wir in Level 3. Das sollte dann gut laufen. Die anderen 40 kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwo hin. Das ist dann keine große Sache. Jetzt lasst mich in Ruhe mein Geld einsammeln. Ihr Hunde. So. Gut. Einmal den Kollegen. Ach komm jetzt. Schon gescheit. So. Und bau, 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 bau. Check. Weil ich glaube, erst kommt das, das Wegflieg-Level, ne? Bevor Yoda-Level kommt. Und dann sind die letzten beiden die Wolkenstadt. Einmal die gegen Darth Vader und einmal die mit den anderen. So. Das haben wir alles, das haben wir alles. Und weg hier. Legen wir uns gar nicht an mit den restlichen Typen da. Der Ekel wird. Trink schnell einen Schluck. So. Stay hydrated. Ja genau, jetzt kommt das da. Mit den ganzen Asteroiden. Bum, 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 bum. Also zeitlich liegen wir ganz gut. Wir sind bei 17 Minuten in Level 3. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich gestehen. Also vielleicht holen wir tatsächlich ein bisschen was auf von der letzten Episode. Das wäre sehr gut, dass es sich wieder ein bisschen so ausgleicht. Also eine halbe Stunde werden wir hier jetzt nicht brauchen, aber wenn es eine Dreiviertelstunde wird, dann ist das schon okay. Das würde mir schon reichen. Immer wieder eine Viertelstunde wieder rausgeholt. So, 71k, die 100k sind zum Greifen nahe. Die sollte ich jetzt durch die Asteroiden und den ganzen Schoß da eigentlich locker drin haben. Das Nervige dabei ist nur, diese Raketen mal zu holen. Das ist das Einzige, was mich aufregt. Was auch immer ich jetzt da drauf gegangen bin, aber okay. Hä? Geben die kein Geld? Hä? Hey, was verpasst? So geben die kein Geld? Doch da. Gibt nicht jeder Geld? Okay, ganz komisch. Naja. Der gibt auf jeden Fall einen Taui. Den nehmen wir mit. So. Und schieß. Und schieß. Und schieß. Sehr gut. Einer noch. Check, check. Den nehmen wir mit. Und wir. Sehr gut. Perfekt, gleich zwei von denen. Okay, den habe ich verpasst. Doch, den habe ich. Okay. Ich würde sagen, den habe ich auch verpasst, aber dann doch nicht.
Ach komm jetzt. Jetzt muss ich die wieder alle einsammeln. So. Gut, nur noch 20.000, das kriegen wir hin. Das und das. So. Komm, gib mir, was ich brauche. Perfekt. Einfach direkt 3. So, was ist schön. Und bumm. Gut, dann können wir die zwei gleich in die nächste Wand reinjallern. Und dann unten in das Loch reingehen. Chuck, Chuck. Gib Geld. Sehr gut. Und Ränder. In die große Schlange. Ja, hier ist doppelte Punktzahl. Vielleicht kriege ich es hin, dass wir hier schon die 100 voll kriegen. Wobei. Nee. Da. Da. Ist das gerade respawned? Okay, keine Ahnung. Passt schon. Da habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Bumm. Und nochmal bumm. Einwandfrei. Und raus. So, letzte Passage. Also zeitlich sind wir mega unterwegs, aber die nächsten Level werden halt viel Zeit frisst. Das ist das Problem. So, du down, du down. Den habe ich nicht bekommen. Kriege ich den da oben? Das habe ich jetzt nicht gesehen, ob ich den gekriegt habe. Den kriege ich ja. Jawohl. Was fehlt denn? Der da unten. Okay. Aha. There he is. Aber den kriege ich nicht. Der dreht sich schon wieder weg. Also die habe ich sowieso keine Raketen gerade. Was sehr ärgerlich ist. Da ist einer. Ja, damit. Nein. Jetzt haben die mich zerlegt. Komm schon. Na, also bitte. So, tschüss. Und raus hier. So, die Hälfte geschafft. Jetzt kommt Yoda-Level. Im Endeffekt. Kann ich da viel skippen eigentlich in der Story? Ich glaube nicht, ne? Aber wir können alles andere ignorieren im Endeffekt. Einfach durchrennen. So, los geht's. Na komm, mach fertig jetzt. So, und weiter geht's.
Stimmt, ich muss die ganzen Wege bauen, sonst kommt der ja gar nicht hinterher. Der Fledermaus an den Boxen. So wie es sich gehört. Man kennt's doch. So, regel dir und drüber. So, komm, R2D2, I need you hier. R2, komm schon. Jetzt bleib doch nicht da hinten stehen, was soll denn der Scheißdreck? Also wirklich jetzt. Das hält ja schon unter Sabotage. So, Luke, komm jetzt. Jetzt steht der da hinten rum. Also die KI ist entweder extra programmiert, dass man hier Zeit schindet. Oder generell einfach nur dumm. Bei mir ist es nicht bei den anderen Playthroughs hier durch aufgefallen, dass die einfach nur rumstehen. Also irgendwie ist das komisch. So, I need you. So, komm schon. Check, fertig. So, Luke, komm rum. Bestimmen. Und ab zu Yoda. So, alter Knacker. Guckst du hier? Ich habe Laserschwert. Aha. Ja, ja, jetzt du trainieren? Ich? Nee, doch du, ja. Los geht's, alter Opa. Oh Mann. Klack. Ein Depp du bist, komm mit. Du mein persönlicher Gepäckträger jetzt bist. Ich muss zum Aldi, Junge. Auf geht's. So. Naja, jump du mal weg. Weg mit euch. So. Komm du mal rum. Chuck. So, da brauchen wir. Da brauchen wir auch. Ah, die blöden Fledermäuse. So, und das auch weg und bumm. Gut, wir haben die 100.000 geschafft, sehr schön. Damit können wir jetzt einfach nur versuchen, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Ich war jetzt auch nicht unbedingt langsam, aber... Ich kann jetzt auch nicht schneller, als ich kann. So, dat und dat. Hier muss ich ja mit R2 da hoch, ne? Das ist halt so. Und los geht's. Fahre er mich hoch. So. Und jetzt hier. Fahre er mich hoch. Und los. Tada. Komm mal rum. Komm mal du rum. So. Zum Aldi geht's hier lang, Junge. So, perfekt. Check, check. Da haben wir. Los geht's, R2. So.
Umkommen. Boom. Und weiter. Da drüben der Aldi ist. Du musst alleine gehen jetzt. Los geht's. Verloren gegen Fledermäuse. Es ist so traurig. Warte mal, ich glaube R2 kommt nicht mit, ne? Naja. Ich muss das Ding aktivieren. Gut. Ja, eine Dreiviertelstunde wird es vielleicht eng. Wir sind mit dem Level jetzt fast fertig. Aber selbst dann die anderen Level so schnell durchzukriegen, weiß ich nicht. Die Vader-Kampflevel. Na, der Vader-Kampflevel. Der dauert auch ein bisschen, weil man immer wieder hin und her muss im Story-Modus. Und nicht einfach zwischen den Charakteren schalten kann. So, hier bereiten wir erstmal alles vor. Du. So. Und jetzt darauf. Los, Yoda. Du alter Knacker, du. Check. Und gib ihm. Und gib ihm nochmal. Die Paysafe-Karte, Junge. So. Bam. Erledigt. So, jetzt müssen wir nur noch das Schiff rauspulen. Natürlich muss man hier jede einzelne Pflanze wieder aus dem Ding rausziehen. Drehen. Sehr gut. So, R2 muss ich auch nochmal hinterher. Gut. Jetzt dahinter, komm schon. Hä? War das nicht da unten drin? Autsch. Mann, diese blöden Dinger. Ah, nee, hier, ich muss da hoch. Yoda, komm. Hallo? Wie wär's, wenn du mich auch mal machst hier? So. Das ist schon eher. Perfekt. So, und fertig. Ich glaube, ich muss Yoda dafür nehmen, Moment. Jetzt gib mir Yoda. So. Hmm.
Sehr schön. Level 5. Kampf gegen Vader. Zum nächsten Mal. Die werden ja direkt aggro. Mann, Junge. So, und rüber. Und los. Ich will wirklich mal versuchen, das unter 45 Minuten zu halten. Ich hoffe, es klappt. Ich meine, das sind noch 13 Minuten. Ich sag mal hier 7 Minuten, dort 6 Minuten. Oder hier 6 Minuten, dort 7 Minuten. Mir wurscht. Aber möglich sollte es sein. Aber dann hast du natürlich solche Sequenzen hier, wo du einfach sinnlos irgendwelche Typen abschlachtest, die dich nur voranbringen. Ist halt dann wiederum blöd. Und hopp, und hopp, und schneller rein und schieß. Ja, easy. Haben wir es ein bisschen abgekürzt mit dem Power-Up. So, uff, da. Los. Ich nehme den schon mal mit. In der Hoffnung, dass es klappt. Dass ich ohne Schaden gegen Vader ankomme. So, und da ist er. Und direkt der erste kassiert. Das ist doch so logisch, ey. Mein Gott, hör auf zu springen, du Arsch. Jetzt hör auf zu springen. Junge. Wieso ist denn der jetzt auf einmal so gut? Kann ich nutzen oder was? Lächerlich. Bam. So. Hier, R2, dir gebührt die Ehre. Und bam. Hämmchen. So, R2, los geht's. Check. Komisch, dass da keine Gegner kommen. Normalerweise kommen da noch Gegner. Aber gut, ist mir recht. Bloß nicht runterfallen. So. Einmal Winkel, Winkel und rein da. Warum? Ja, ich glaube 45 Minuten wird sehr knapp. Vielleicht eher 50 oder so. Ich sehe schon. Hä? Ist das Spiel dumm? Okay, komisch, dass es wieder hochgeht.
So. Das ist der nervige Part. Bis man den immer da runterkriegt, ist nervig. Und dann hast du noch diese blöden Deppen hier. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, Weg Nummer 1. Da drin auch und da drin auch. So, Chuck. Weg Nummer 2. Ist halt so viel easier in Free Mode. Da kannst du nämlich das eine Ding auf der Hälfte lassen und immer hochspringen. Dann musst du nämlich nichts drehen. Chuck. Nein, hoch mit dir. Kollege. Und direkt wieder runtersetzen. Bis nächste Mal. Und bumm. So, den ganzen Spieß noch zweimal. Und dann gehen wir in den nächsten Raum mit den. Mit dem Rüberfliegen, Soldaten köppen und Machtspiele spielen. So, Chuck. Ach komm jetzt. Jetzt wird's lächerlich. Sehr gut. Und los. Ja, das ist schon direkt der Raum. So, den ersten Kopf. Den zweiten Kopf. Und jetzt gibt's Machtspielchen. Na, das war knapp. Uiuiuiui. Also, kaputt machen natürlich. So, check. Und dasselbe Spiel nochmal. Wenn ich so Wünsche hab, dann sehe ich dir einfach. Spiel uns einfach nochmal. Den selben Song nochmal. Yay. Up. Nope. Kriegst du ins Gesicht und in dein Auge. Ja, und weil der mit 0 Leben immer noch weiterkämpfen kann, weil er Oberbabo ist. Und drittes Mal. Weil warum auch nicht? So. Und los geht's. Und tschüss. So. Und hopp. Kaputt nicht. Als ob das nicht gezählt hat. Weil der hat kein Leben verloren, obwohl er runtergefallen ist. Vielleicht. Ich dachte, das zieht ihm mindestens ein Herz ab. Ah, falsch gedacht. Guck an. Man lernt nie aus. Da kommen wir zu. Check. Check. Autsch. Und badam. Und badabing. Erledigt. So, ein Level noch. Ja, zeitlich sind wir in Ordnung, finde ich. Also generell. Ich bin dein Vater. Peridas schnabbelt hier.
Nein! Ich bin nicht Perry das Schnabeltier! Oh Mann, nee. Loop. So, meine Damen. Wolkenstadt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Die haben das alle schon alle 3000 Mal gesehen. So, flach wie eine Flunde und weiter. So, Zivilisten erledigt und weiter. So, schnell durchlauf, gib ihm. Hey. Nicht mich hier so hinterrücks. Jetzt wieder abhauen mit einem HP, ne? Ja, ja. Komm, leben. Leben. Ich bin so eine Waffe, macht dir zwei Herzen Schaden. Da war ja was. Wie der zersplittert da hinten. Gut, weiter. Mein Gott, hört ja auch mal auf zu kommen hier. Dazu. Kein Idiot. C3PO schnell raus. Einfach weggeboxt, die Jungs. Und die alte da. R2. Ein Idiot again. So, die Typen können reichen. Die zerstören nämlich mal Ruhe. Komm, schieb's rein. So, und so. Und gib ihm. Gib, 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 gib. Gib mir mein C3PO. Nächste Türe. Hopp. Los geht's. Weggeboxt den Minion.
So. Schauen wir mal, ob hier jemand anders vorbeikommt. Aber ich glaube nicht. Probier's mal. Seid sie böse? Nein. Gut. So, aber hier müssen die böse werden. So schade das auch ist, aber sonst kommen wir da nicht weiter. Chuck, chuck, chuck. Bam, bam. Du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg. So, erledigt. So, holen wir mal die anderen. Nummer 1. Nummer 2. So, perfekt. Der hat einen Abgang gemacht, der hat keinen Bock mehr. Stich. So, Aufzug runter. Warten wir mal auf die anderen. Wunderbar. Nummer 3 PO wird hier stehen bleiben. So, check, check. Na komm. Einmal. Ich glaube, die kommen auch wieder unendlich oder so. Gefühlt. So. Den Weg für 3 PO gemacht. Und jetzt hier den Weg machen. Schieben. Komm, 3 PO, schneller. Hier wird Episode 5 fertig sein. Wir haben noch ewige Level bei Episode 6. Das waren die ersten 4 Level. Ein paar Herzen. Okay, war nur einer von mir aus. Ja, mit 46 Minuten sind wir jetzt. Ja, 3,5 Stunden nicht ganz. Aber immerhin. 10 Minuten wieder wettgemacht. Also bis 50 sollte ich fertig sein. Jetzt ja nur noch rübergehen, aktivieren, wieder zurückgehen und dann hat man es ja schon eigentlich. Hier schnell die Tür schon mal aufmachen. Dann muss ich nicht wieder wechseln. So. Zwischt. Chewie! Chewbacca. So, perfekt. Nummer 1 und jetzt Nummer 2. Perfekt. Und jetzt Schalter. Hopp, hopp. Und jetzt auf den wechseln. Auf den guten alten Lando Calrissian. Die gute alte nur wird schnell. Eben kein Rassistisches. Ich mein's lieb. Arsch. Zerlege. Zerlege sie alle. Lächerlich. So. Dich weg, dich weg. Und dich weg. Und das war's. Episode 5 vorbei. Sehr gut. Ja, ein bisschen über den üblichen Stream wird es rausgehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ah nein, halb so schlimm.
So. Jetzt warten wir noch die schönen Cinematics ab. Na komm. So spannend ist es jetzt auch nicht. Sehr gut. Naja, das End-Cinematic natürlich. Das muss ja auch noch sein. Sehr gut. Na komm. Mach fertig. Imperium schlägt zurück. Super Story abgeschlossen. Neue Bestzeit. Genau, wir sind sogar unter der Zeit. Wir haben die Steine gesammelt. Alles passt. Und wir sind bei... ...99,6%. Die letzten 0,4% aus Episode 6. Sehr schön. Na komm, das kriegen wir auch noch hin. Dann haben wir es endlich hinter uns. So. Und Super Story, let's go. So, erster Jabba Level. Ja, sehr gut. Wir haben ersten Jabba Level, wir haben zweiten Jabba Level. Das ist. Naja. Dann haben wir dieses Level, wo man den ganzen Speedern hinterherrennen darf, Ewigkeiten. Allein der zieht sich schon 300 Jahrzehnte. Und dann noch das Ewok-Gedöns mit dem Bunker am Ende. Dann haben wir noch einen Palpatine-Fight und... Ding. Das letzte ist ein Vehikel-Ding. Wie gesagt, die letzten zwei Levels ist gar nicht kein Thema. Das sind die ersten vier, die einen abfacken. Jetzt lass mich doch die scheiß Filmsequenzen überspringen, Mann. So toll ist es doch auch wieder nicht. So. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir irgendwie auf die 100.000 hier so schnell wie möglich kommen. Das kann ich nicht zerstören. Das kann ich zerstören. Wow, ein 100er. Danke. Das war Wurf. Aber hier ist ein 1000er, den nehme ich. Gut, dann weiter. Ich glaube, so viel kann ich hier sowieso nicht rausholen. Ich glaube, da ist eher der nächste Level prädestiniert dafür. So, das gibt immer good money.
Ja. Oh, Tausende. Ja, mit dem Tausende. Tausende nehme ich immer gerne. So. Das noch. So, haben wir schon mal 11. 11 ist schon mal gut. Jetzt haben wir fast 12. 12 haben wir. Nee, nee, nicht so fies. Nicht, wenn ich am Umziehen bin. Welches Schweinchen. Aber war da hinten noch irgendwas? Ja. Ja, geht so. Ein bisschen was. So, aber jetzt muss ich wieder das Ding da hinten rausholen, ne? So, her mit dem Helm. Chuck, Chuck. Mit dem ganzen Money. So, auf. Ist hier nicht Luke schon am Start? Ja, also. Ich glaube, ich muss ja hier mit... Okay. Somit hat sich das erledigt. Ich wollte eigentlich noch schnell die Tür aufmachen, aber dann nicht. Und wo kommt ihr denn mal alle her? Das ist doch nicht normal. Da tut doch nicht Not. Oh ja. Sei nicht fake, dass sie da hoch können. Ich habe das noch nicht freigeschaltet für die. Jetzt erst. So. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurückgehen, die Maske holen und dann die nächste Tür aufmachen. Ich glaube, drüben war noch was für R2D2, aber sonst... Genau. Sonst nix. Warte mal mit. Sehr schön. Das nehme ich noch mit. Da war noch ein bisschen Kohle. Na komm, lauf ein bisschen schneller. Ich sag ja, diese Level ziehen sich so abnormal ewig. Einfach auch, weil du dieses Helm brauchst. Du musst immer hin und her und hin und her. Das ist richtig schlimm. So, winke, winke, aufmachen, los geht's. Gut, hier ist ein neuer Helm am Start. Oh Gott. Ach ja. Warte mal, da hinten. Ja, den mal kurz zumachen hier. So, weg mit dir, weg mit dir. Erstmal hier, komm, kurz mal die Scheiße überklären. Das ist ja nervig hoch 3. So, und hoch mit dir, Chewie. Gönn uns mal was. Und uff. Sehr geiles Ding.
Okay, Layer Time. Okay, wow. Nur ein 100er oder was? Nee, nicht. Und jetzt ein 100er in Kleingeld. Danke. Na gut. Helmchen aufgezogen und. Das ist doch nicht dein Ernstspiel. Da läuft mir dieser komische Spider-Bot davor. Mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Chewie, ich verstehe das. So, hopp. Boom. So, schnell, schnell, schnell. Ich will die Schweine wegmachen. Der weg. So. Gut, 30k haben wir jetzt schon zusammen. Da hinten können wir uns noch Anker holen. Oh, hier auch nochmal, sehr gut. Ja, ich denke mal, hier in dem Level sind wir sogar 40, 45k am Ende. Und dann können wir noch sehr viel aus dem zweiten Level holen und dann den Rest so nebenbei aus dem Level 3. Dann sollten wir die 100k locker drin haben. Und dann einfach nur noch gemütlich runterspielen und fertig. So. Na komm. Das ist das immer. Die Level ziehen sich nochmal extra länger, weil man ja noch das ganze Kleingeld mitnimmt. Ne? Das ist ja das nächste Thema. Aber man muss es ja mitnehmen, weil sonst kriegen wir die 100.000 nicht voll. Und ich sag mal so, Episode 5 war schon knappig. Da war das jetzt nicht mehr so easy, dass man da die 100 hätte knacken können. Im Vorbeigehen. Und das Gefühl habe ich hier auch. Lass mich raus, bitte. Danke. Gut. Die Teile geben mir noch schön Geld. So, check. Check. So, 40 habe ich jetzt schon mal. Oh, was willst du hier? Du hast hier nichts verloren, Kollege. Und du auch nicht. Weg mit dir. Auf den Mülleimer, wo du hingehörst. So. Einmal die schöne Plattform. Einmal die schönen Tasten. Check. Und das Innenleben der Tasten. Wunderbar. So sieht's aus, Chewie. So, und hopp, und hopp. Und der erste ist frei. So, das gleiche nochmal. Einmal nach rechts den ganzen Spaß. Wunderbar. Und hopp, und hopp. Und der nächste ist frei. Wunderbar. Dann kriege ich vielleicht in dem Level doch schon die 50, 60 zusammen. Wäre ja noch besser. Bei 40 kriege ich auf jeden Fall in dem zweiten Level. Das ist locker. So viel wie ich da zerstören kann auf den Schiffen. Erst auf den kleinen Beibötchen und dann auf dem großen Schiff selber. Da ist genug zum Zerlegen. Nein, jetzt habe ich zerstört. Nee. Egal, nochmal.
Diesmal gibt es dafür keine Knete, aber immerhin. Dieses Kleingeld, fasst es doch einfach zusammen. Tut mir doch den Gefallen. Gut, nächster Bereich. Erst die ganzen Schweinchen zu machen. So, Plattformen. Dass auch ja jeder mitkommt. Aber ich glaube, hier komme ich nicht drüber, oder? Doch. Easy. Da, Schweinchen zumachen. Na, 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 na. So nicht, Kollege. Und du auch nicht. Gut, damit haben wir alle Schweinchen dicht. Jetzt gehen wir kurz die ganzen Kronenleuchter hier oder die ganzen Fackeln zerlegen. So viele sind es jetzt nicht, aber immerhin. Ich will einfach die 100.000 haben, dann kann ich locker flockig den Rest einfach runterzocken. Das ist dann schon fast ein Traum. Jetzt macht den Nektar. So. Gut, Luke, auf geht's. Die anderen Plattformen, die ganzen Roboter müssen mit. So, und das nächste. Gut, aufklapp, aufklapp. Aufklapp, wunderbar. Oh Gott, Hilfe. So, und so. Wunderbar. So, ich glaube, jetzt brauche ich R2, um rüber zu fliegen. Yep. Genau. So, perfekt. Naja, die Hälfte ist wieder runtergefallen. Das ist nicht so perfekt, oder? Alter deines Amtes, C3PO. Let's go. Weiter. So, fast fertig mit dem Level. Nur noch hier durch, dann den Boss noch besiegen und fertig. Und der Boss ist ja recht easy. Also der ist ja echt kein Thema. So, und wir haben jetzt schon 15 Minuten gebraucht in diesem Level und sind immer noch nicht fertig. Das meine ich halt, die dauern halt einfach abnormal lange. Und das ist halt das Ärgerliche. Oh Mann, ja. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr ärgern, jetzt sind wir fast durch mit dem Spiel und dann ist gut. Auf den letzten Metern sich da jetzt nochmal aufzuregen. So, Hähnchen drauf, das werden wir noch brauchen. Und ab dafür. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ihr greift mir nicht leer an. Ich hol mich nochmal den Helm. Ihr greift schön mich an. Ja, genau. Genau so.
Ja, vielleicht nicht so. Aber fast. Gut, genau. Aggro halten und schnell machen. Perfekt. Sehr gut, Chewie. Halte die Aggro. Denk den weg, den Hund. So. Lea. Du holst mir bitte die ganzen Fackeln noch von der Decke und dann machen wir hier fertig. 60k, jo, nice. Habe ich gar nicht mal so schlecht predicted vorhin. Oh. Das wäre sinnvoll. Ja gut, jetzt hätte da vorne nochmal eins holen können, aber. Hm. So. So, ab zum Boss. Gut, im Endeffekt ist es wurscht, wenn wir hier hernehmen. Ob es C3PO ist oder wer auch immer. Und am besten den Hanno. Den Hanno Solo. Und schießen. Gut, erster hat geklappt. Nächste. Gönnen dir. Ah, jetzt aber. Und Snicky Snack. Tschüss. Geht doch. Und ab zum nächsten Fleckchen Erde. Und schießen. Und ab zum letzten. Gönne er sich. Ziehen. Und tot. Ich trinke so lange schnell einen Schluck, solange hier die ganzen Sequenzen jetzt nacheinander kommen. So, da bin ich wieder. Gut, Level 2. Da kriegen wir auf jeden Fall die letzten 40 noch hin. So, let's go. Jetzt kassieren wir mal die letzten hier. Aber wir haben fast 18 Minuten gebraucht für das erste Level. Das ist schon echt lang. Das ist echt nicht gut.
ziehen sich halt verdammt in die Länge. So, der 70k haben wir schon mal. Ah, Junge. Okay, da oben ist sowieso nichts. Ja, nein. So, check, check. Boom. Die drüben gehen zwar ein auf den Nerv, aber man kann sie ignorieren. Perfekt. Und da sind wir schon beim Boba. Beim Dübchen. Echt lol. Der ist runtergefallen. Depp. Er weiß schon, wie die Geschichte endet. Na komm. Jetzt ist gut. So. Und weg. Na, 100er ist weggefallen. Nein. Check, check. Und beim nächsten Hop. 77. Okay. Na ja, gut, es kommt noch die Disco, es kommt noch der ganze Rest da oben zum Zerlegen. Also es ist auf jeden Fall handelbar. Außerdem haben wir ja noch ein paar Level danach. Beim Imperator gibt es auch noch mal einen Haufen Knete. Ich kann aber noch nicht abschätzen, wie viel, sonst könnte ich sagen, okay, dann ignoriere ich jedes Level. Vom Geld her, you know. Und verlasse mich auf den letzten, beziehungsweise auf die beiden letzten Level vom Geld her. Aber das ist mir zu risky. Am Ende schaffe ich es zeitlich nicht und geldlich nicht und dann muss ich alles nochmal neu spielen. Und das tue ich mir nicht an. Deswegen. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Da müssen wir durch. Da führt kein Weg dran vorbei. So scheiße es auch aussieht, aber so ist es. Ach, du Hund. Es war so klar, dass der mich wieder trifft. Aha. Jetzt aber. So, daneben. Jetzt geh so tot. So. Ey, noch einer. Nix? Nee. Dann war hier was. Sag ich doch. Nope. 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 Okay. Dann müssen wir hoch. Und Lando, let's go. Lando the Carissian, man. Ja, ich glaube, die 100 kriege ich auf jeden Fall locker jetzt hin. Auch ohne die irgendwie zu forcieren. Indem ich einfach alles kaputt haue noch. Jetzt nicht im übertriebenen Sinne, aber auch auf den einfachen Sinne quasi. Also oben auf dem Schiff auf jeden Fall. Da sollten 12 locker drin sein. So.
Du weg, du auch weg. So. Gelb. Na komm. So war es nicht geplant, aber okay. Gut, einmal den blauen bitte. Perfekt. So. Hier gibt es auch noch nicht mal so ein bisschen wenig. Ein Knetchen. Gut. Check. So. Na komm, Schweinchen, jetzt ist Ruhe. So, wie war das hier nochmal? Das müssen wir kaputt hauen, ne? Also, das kann ich noch nicht. Hier das Ding raus, komm schon. Check. So, 5K brauchen wir noch. Das ist easy drin. Und C3PO. Beep, 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 beep. So. Jetzt gehen wir zu dem Disco-Raum oben und dann sind wir schon wieder ganz draußen. Und ganz draußen müssen wir diese Dinger da freimachen. Und die dann abschießen. Dann ist das Level auch erledigt. Also nicht mehr viel. Aber wir sind jetzt schon wieder eine halbe Stunde dabei und wir haben fast 2 Level durch. Und es kommen nochmal 2 Level. Die richtig lange sind und dann kommen noch 2 andere Level. Ja, Episode 6 ist das Schlimmste, was es gibt. Zumindest in den Lego-Teilen. So. Einmal das Ding. Komm, mach die 100 voll. Perfekt. So, jetzt kann ich auf alles andere kompletten Scheiß direkt geben. Und nur noch durchrushen. So, Dance Floor, let's go. Check, 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 check. Und der nächste, und noch einer, und noch einer. Und noch einer, und der letzte. Wunderbar. Die ignorieren einfach und weiter. Und jetzt erwürgen. Sehr schön. Die hat aber schon Power, um so ein Genick durchzuwürgen. Also dann zerlegen wir mal die alle. Oh nein, Power-Up. Nein, verpasst. Fuck. Naja.
So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir auch. Und du sowieso. So, let's go. Der Endspurt des Levels, mehr oder weniger. Wobei ich glaube, wenn man bei dem Scooter-Level, bei dem Netzspeeder-Level dann, nur auf die jeweiligen Dinger sich konzentriert, dann sollte das eigentlich auch gar nicht so lange brauchen. Es zieht sich trotzdem, klar, verständlich, aber es wird jetzt nicht eine halbe Ewigkeit dauern. Weil klar, wenn du jetzt alle Minikits und so einen Scheiß holen müsstest, dann ja. Keine Frage. Aber so, glaube ich, ist es noch im Bereich des Erträglichen. Das E-Walk-Level zieht sich. So, den nächsten dahin. Chuck, beide machen Bumm. Damit haben wir die schon mal offen. So, jetzt muss ich nur natürlich das nervige für jeden den Weg da frei machen. Dass ja jeder hoch kann. Komm schon, lass mich. So, Treppchen, 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 Treppchen. Achso. Stimmt, da war ja was. So. Na komm. Schieb's raus. Na komm. Das ist schon langsam lächerlich. Die Millimeterarbeit da. So. Und jetzt bitte aktivieren. Und aufklappen. Einmal und zweimal. Perfekt. Gut, ersten Bereich erledigt. Zweiter Bereich. Instant gekillt. Sehr gut. An sowas schimpft sich hier die Meister. Gut. Tschick. Aufmachen. Und los. Ja, zweimal. Ja, kurz umpositionieren. Da drin und hoch da. So. I need a tool. Komm mal rum, mein Bester. So, einmal aufgeladen. Jetzt wird geschießt. Bam, bam, erledigt. Level 2 complete. Bringen wir mal einen Schluck. So, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange wir schon gebraucht haben. Also ich glaube, wenn es auf die reine Stunde gehen würde, zeitlich gesehen, wäre das, glaube ich, unschaffbar.
39 Minuten sind wir schon dabei. Ja. Gut, ich sag mal so, wenn man denkt, 10 Minuten pro Level, dann geht's eigentlich. Und dann mal ein bisschen hinterher, ja, aber jetzt nicht arg schlimm, weißt du? Und jetzt? Also. Ich habe das Level schon so oft im Freeplay gespielt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man das normal spielt. So, komm rum. Und rein da. Gut, wir schauen. Wir haben bei 32 Minuten angefangen. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden. Weil im Endeffekt, wenn wir wirklich nur das Nötige machen, nur die Speeder zerschießen, nur den AT-AT zusammenbauen, nur das Ding zerlegen und dann direkt weitergehen, sollte das an sich nicht allzu lange dauern. Wir werden mal gucken. Ich schätze mal so 10 Minuten. Gut, wir müssen natürlich dann hinten noch den großen AT-AT zerlegen. Und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt Ewigkeiten dauert. Aber nichtsdestotrotz. Das nächste Level, das wird ewig gehen mit den Ewoks. Weil es einfach so ein langsames Level ist. Und so ewig vorangeht. So, check, check, check. Raus mit dir. Okay. Nicht dahinter schießen, irgendwo hinschießen. Perfekt. Uno. Uno Zerstöro. Und weiter. Ja, ignorieren wir die Detten da hinten. Und weiter. Hä? Was bin ich jetzt denn zerschellt, bitte? Schon, jawohl, einer ist da. Komm, Spiel, schieß besser bitte. Du kannst das, ich weiß es. Ah, jetzt komm. Das ist halt wieder unnötige Zeitschinderei, das Spiel. Muss ich mich weiter zurückfallen? Bin ich zu schnell für dich? Tatsächlich. Okay. Ich habe verstanden. Na komm. Diese Bäume. Jetzt fahr zu. So. Nächstes. So, wie war das hier? Hier musste ich das zusammenbauen, ne? Ja, genau. Ja, okay. Hier muss ich die zerlegen, weil sonst habe ich keine Ruhe. Geht's. So. Na komm. Wunderbar. Und gib ihm. Perfekt. Nummer 2 fertig. Mein Speeder. So gut wie den anderen. Als ob. Hä? Doch, geht doch. So, weiter. Okay, wir sind jetzt bei 37. Wir sind jetzt 5 Minuten durch. Okay,
5 Minuten habe ich noch angesetzt. Mal schauen. Ob man wirklich da durchkommt in der Zeit. Und ob das Level einfach in 10 Minuten gar nicht schaffbar ist. Einfach aus reinem Interesse. Ich meine, schneller als jetzt kann ich nicht machen. Vielleicht weniger sterben, ja, aber grundsätzlich. Ja, zerlegt die nächsten beiden. Gut, perfekt, da steht er schon. Das ist meiner. Schieß, 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 schieß. Fertig. Bumm. Und auch zum letzten. Naja, nimm du den, ist ja gut, ist ja gut. So. Gut, die letzten 5. Bin ich froh, wenn das Spiel gleich durch ist, ne? Also, ich habe auch wenig zu erzählen, ich bin noch schon ein bisschen müde, muss ich zugeben. Aber wir ziehen das heute auf jeden Fall durch, weil ich habe keine Lust, dass ich nächstes Mal irgendwie eine halbe Stunde noch das Spiel anmache. Das wird jetzt erledigt, dann wird das von der Festplatte gelöscht. Die CD aus der Konsole geholt und dann wird das Ding in den Schrank gepackt und die nächsten 10 Jahre nicht mehr angepasst. Und dann ist auch wieder gut. Aber sonst. Und dann ist Lego Indiana Jones dran. Installiert habe ich schon. Schon ewig. Das heißt, ich muss eigentlich nur die CD aus dem Schrank holen. In die Konsole packen und fertig. Dann ist das schon mal vorbereitet für den nächsten Stream. Dann muss ich noch gucken, wie ich es den Anmeldungen Xbox 360 gedöns, aber das ist eigentlich auch relativ schnell erledigt dann. Damit es die Trophäen richtig zählt, weil sonst funktioniert es nicht. Aber ich finde, PlayStation muss für die nächste Generation Kompatibilität mit PS1 bis 6 einbauen. Wenn du diese Idee hast, dann sollst du das Recht haben, das Spiel zu spielen. Finde ich. Es muss nicht für alles eine Platin geben. Das könnt ihr ja im Nachhinein, wenn ihr lustig seid, hinzufügen. Aber ganz ehrlich, erlaubt den Leuten auf ihren Konsolen das zu spielen, was sie wollen. Und nicht immer nur das Neueste. Ich meine, wie viele Leute haben noch alte PS1-Discs oder PS2-Discs? Sehr wenige. Und die Leute, die haben, die würden sich sehr freuen. Und dann würde das auch mal auf dem Markt wieder ein bisschen abgehen. Weil dann würden die Dinge auf einmal wieder einen Sinn haben. Was für mich allerdings schlecht wäre, weil dann würden die teurer sein. Aber wenn ich die dann mit einem schönen, aufpolierten Grafik dann spielen kann, weil die einen Emulator drin haben, der, keine Ahnung, ein bisschen die Grafik enhanced. Warum nicht? Es gibt so viele schöne Spiele auf den alten Konsolen. Richtige Klassiker, die man gerne spielen würde. Also ich finde, man müsste wirklich PlayStation mal das Ding machen und wirklich das erlauben, dass man mit CDs das spielen darf. Weil im Endeffekt, die machen das doch selber, indem die PS1-Spiele rausbringen, die bringen PSP-Spiele, PS3-Spiele und jetzt neuerdings PS2-Spiele auf Emulationsbasis raus. Die machen es ja selber.
Aber nur auf Emulationsbasis, nur wenn du Premium abonniert hast. Okay, verstehe ich. Aber erlaubst doch den Leuten, die es schon haben, trotzdem zu spielen. Dadurch machst du keinen Verlust. Weil die, die es nicht haben, werden trotzdem das Premium-Ding nehmen. Weißt du, ich meine. Aber die, die es dann daheim haben, die können trotzdem Premium haben. Weil ich werde trotzdem immer noch bei Premium. Auch wenn ich die Spiele da habe. Ich werde trotzdem bei Premium. Und ich würde mir die Spiele dann holen. Aber generell, wenn die schon. Also ich finde, wenn die schon die Spiele rausbringen auf Emulator, dann sollen die denen auch Trophäen hinzufügen. Mit einem Trophäen-Support. Dann sollen sie ein separates Team einstellen, irgendwie von Leuten, die sich dann mit dem Spiel beschäftigen und Trophäen dann hinzufügen, wenn es die Entwickler nicht mehr machen wollen. Und auch, falls es die Entwickler gar nicht mehr gibt, das ist ja auch das nächste Thema. Aber ich meine, bei Twisted Metal haben die das auch gemacht, dass da Trophäen drin sind. Und die Spiele habe ich auch gespielt, ich habe die davor nie gespielt. Das war vorher nicht vorbeigegangen. Aber ich habe mir die Platins geholt und ich habe Spaß dran gehabt. Also dementsprechend, gönnt doch mal PlayStation. Aber naja, vielleicht bin ich da nicht so sehr im, wie man Geld macht, Politik drin. Wo ich nicht verstehe, also das ist ja ein richtiger Verkaufsgrund für die Konsole, wenn das Ding Abwärtskompatibilität hat für alle anderen Konsolen. Und dann kannst du auch noch weitergehen und sagen, hey, pass auf, hier hast du einen Adapter, den kannst du separat dazu kaufen für PSP-Games, so ein Disk Drive für PSP-Games, den kannst du per USB an deine Konsole anschließen und dann läuft das Ding, dann kannst du PSP-Discs abspielen oder du gehst schon mal ein Stück weiter und tust einen PS Vita Adapter verkaufen, der die Cartridges abspielen kann. Wie so ein externer Disk Drive für Cartridges. Glaub mir, das Ding wird sich verkaufen. Und besser als die PS Portal, die keinen Schwanz braucht. Also dementsprechend, die müssen da echt mal was machen. Ich verstehe nicht, warum die es nicht machen. Ich meine, schau dir mal Xbox an. Xbox hat Kompatibilität bis zu Xbox Classic. Nicht alle Spiele, ja, aber sie hat's. Bei so Lizenzspielen und so verstehe ich's. Okay, du kannst die Lizenzrechte nicht mehr haben. Aber trotz allem, bei vielen geht's. Dann mach's doch. Ich meine, schau dir an, wie viele Xbox 360 Spiele gehen. Xbox Classic, okay. Ich habe jetzt nicht viele da gehabt, um es auszuprobieren, aber da geht auch eine große Zahl. Aber Xbox 360 geht noch mehr. Und dann hast du noch die Xbox One Katalog und den Series X Katalog, wenn du die Series X da hast. Also was willst du noch mehr? Weißt du? Aber nein. Vielleicht sehe ich das auch irgendwie falsch. Ich weiß es ja nicht. Was ist eure Meinung? Hättet ihr Bock auf sowas oder sagt ihr, ist unnötig? Das könnt ihr mal gerne in die YouTube-Kommentare schreiben. Wenn ihr noch bis hierhin geschaut habt. Das würde mich freuen. Bringt das überhaupt was? Ich kann da damit nichts aktivieren, oder? Na, Moment. Aber ich habe 12 Minuten gebraucht jetzt für den Level vorhin. Also 10 Minuten ist so eine Sache. Jetzt gib mir den Deppen da. Wo ist er denn? Da. Ich wollte den Wilden. So, check. Check. Und weiter, komm schon. So. Muss ich überhaupt hier hoch? Weiß es gar nicht. Nee, muss ich nicht. Hier muss ich hin.
C3PO will ich haben. So. Check, 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 check. Also mit der Stunde wird das hier auf jeden Fall nichts. Aber ich bin generell schon länger dran. Also wir sind jetzt seit 3 Stunden und 20 Minuten am Stream. Obwohl ich nur eine Stunde pro Episode gebraucht habe. Aber das sind halt die extra Minuten, die für die ganzen Zwischensequenzen draufgehen. Da kommt man nicht dran vorbei. So, die Scheiße da weg. Und da. Also, hier ist noch so ein Ding. Noch so ein Anker. Mein Gott. So, und rein da. So, jetzt mit dem Deppen wieder da hoch. Das Gute ist, die letzten zwei Level sind schnell. Das heißt, wenn ich das hier durch habe, haben wir es eigentlich über den Berg. Sehr gut. So, dann los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, lass mich spielen, danke. Sehr gut. Hier mal wieder jeden durchbringen muss, das ist halt das Nervige. Jeder Charakter muss da durch. Sehr gut. Gut, das ist der Bauernhof, hier ist das Nervigste. Mit dem zwei Wegen. Die Gefühle nie funktionieren. So, tschak tschak. Piep, 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 piep. Ja, mal aufmachen hier. Macht keinen Sinn, dass C3PO da hingeht, aber gut. Gut, dann brauchen wir Wicket. Schmeißt Zeug hin. Gut, dann können alle, die da hoch können, hoch. Oh, ich komme mit da hoch. Und die anderen beiden können hier hoch. Easy. Mein Gott. Den da. Und los. Wicket kommt von da oben. Die stehen auch schon da. Perfekt. Wunderbärchen. Gut, dann sind wir ja quasi schon fast beim Bunker. Easy. Ja, wobei, wenn man tatsächlich nichts zerstört und so und einfach nur durchgeht durch den Level, dann geht es eigentlich sogar. Na komm, mach kaputt das Ding. Ja, also. Ey, nicht den kaputt machen. Hier vielleicht dazu. Was meine ich? Ich hab den jetzt. So, Zerlegung auf dem höchsten Niveau. Perfekt.
Ja, tschüss mit euch da hinten. Tschüss mit dem. Und auch tschüss mit dem. Ja, das passt. Aber bleibt einfach so. Hat wunderbar funktioniert. Wie wäre es, wenn da einer mal hinkommt von euch? Ach Leute. Was ist denn euer Drecksproblem schon wieder? Macht doch einfach so, wie ich es euch sag. Kann doch nicht so schwer sein. Hier, auf geht's. Ja, dann muss ich noch denen was zusammenbauen. Hier brauche ich R2, brauche ich. Ja. So, los geht's. Ab in den Bunker. So, hier jetzt auf schnell einfach alles freimachen und gut ist. Na komm. Irgendwas brauche ich den Helm da oben. Ach, egal. Wenn ich ihn brauche, dann hole ich ihn mir. Das ist ja schon wieder unnötig, dass ich das Zeug jetzt anbaue. So, den noch und dann noch. Wo war der dritte Knopf? Da. So, und jetzt muss 3PO auf. Ja, geht noch nicht? Warum nicht? Müssen die sich nicht drehen? Das Ding muss rein. Jetzt, Junge. Schieb. So, 3PO. Los geht's, du alter Knacker. Piep, 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 piep. So, wieso haben wir die mal da unten alle warten und nicht da oben? Oh, zweiter Schalter. Jetzt noch zwei. So, hier ist da bestimmt auch irgendwas versteckt. Hm, oder auch nicht. So. Einmal
Piripim, piripim. Aktivieren. Sehr gut. Einer noch übrig. Hier irgendwas? Nee. Nee. Ah ja. Genau, da musste ich mit Wicked rein. So war das. Tausendmal gespielt und trotzdem kann ich mich das nicht erinnern. Ja. Ruhe. Tada. Gut, jetzt nur noch die Schalter ziehen, die Bomben draufkleben und dann sind es noch zwei Level. Die Stunde wird es nicht, aber hey. Gut, nochmal und nochmal, das war's. Easy. Gut, auf CDS sollte schnell gehen, der andere sollte auch schnell gehen. Jetzt bin ich schon eine halbe Stunde drüber eigentlich. Ach nein. So. Auch wenn es die Filme nicht wären. Die kosten einfach nochmal eine extra halbe Stunde mindestens. Zu dem ganzen Zeug dazu. Lass mich spielen. Na also. So, schnell durchlauf. Na komm. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen weniger rede, das ist halt einfach die Müdigkeit, die mittlerweile bei mir ein bisschen zuschlägt. Ich meine, wir haben jetzt 12:30 nachts. Dementsprechend. Bitte nur ein bisschen Nachsicht. Aber ich gebe mein Bestes. Ich kann nicht drüber jumpen. Weg ist es auch jedes Mal. So. Nochmal. So. Und so. Nicht. Und so. So. Den weg. Nicht. So. Komm schon, Kollege. Das nicht so ewig lang dauern hier.
Moment. Müsste wieder zusammenbasteln, stimmt. Und rauf da. Gut. Komm, hau ihn weg jetzt. Ach, dieses Blitzgedöns jedes Mal. So, Feierabend. Nur noch ein Level. Dann haben wir es endlich geschafft. Sehr gut. So, auf geht's. Jetzt Abtrepp. Gute alte Meme. Da ist er. Der Eats a Trap, Mann. Ja, komm schon. Gib mir meine Punkte, die ich brauche, die da. Nein, damit. Gib mir mehr davon. Ich brauche mehr davon. Jawohl. Nein, damit. Und weg damit. Gut, nochmal bitte. I need more. Ja. Und noch ein bitte. Komm schon, macht's nicht so spannend. Da. Und weg. Boom. Gut, nochmal bitte. So viele sind es nicht mehr. Jetzt kommen. Da. Und da ist noch einer. Komm schon. Den krieg ich nicht mehr. Da. Da. Und das ist auch schon wieder. Ah, doch. Einen haben wir noch gekriegt. Sehr gut. Da ist noch direkt einer. Und damit. Und noch einer. Ja, komm schon. Cool. Lass es mich einsammeln. So, nur eins, nur zwei. Wunderbar. Dann sollten wir alle zerstört haben, glaube ich, die es hier gibt. Jetzt geht's ab in den Todesstern. So. Und los geht's. Ist an sich gar kein schwieriger Teil hier.
Man muss nur die Tore richtig öffnen und dann passt's. Und das sollten wir hinkriegen. Hab ja nichts mehr zu verlieren, ist ja schon gewonnen. Ich muss nur noch abschließen. Nummer 2, Nummer 3. Natürlich müssen es 4 sein, was denn sonst? Gut, na komm schon, Junge. Guck mir das nicht an. Geht's mir aber auf den Sack langsam. So, und rot. Die nächsten 4 Dinger erwarten uns. Nee, stimmt gar nicht, das sind nur 2. Das Nervige war hier nur, dass es eine Kanone ist, die ihr Ding wieder zumacht, wenn ich zu weit weg bin. Ja, genau. Na also. So. Ich sag gerade sehr oft so. Oh Mann. Das ist hier Legendary Commentary. Und kurz vor nachts. Na ja, komm. Hä? Ist schon tot oder was? Ja, klar. Easy. Da, da ist das, was ich brauche. Gib bitte mir. Wo denn? Nein! Kind! Mann, ich will das einfach gut bei haben. Jetzt muss ich zurückfahren oder was? Ey, ja, sehr gut. Ja, tschüss. Nur noch rausfliegen. Nur noch rausfliegen, Leute. Dann haben wir's. Endlich geschafft. Fühlt sich unglaublich an, glaub mir. Wieder ein Ding abgehakt zu haben. Einfach nur geil. Wieder was accomplished. Das ist der letzte Bereich. Schon. Lass es aufhören. Lass es aufhören. Sei fertig. Jawohl. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Wir haben es geschafft. We are done. Ah, sehr gut. Endlich. Das war bis jetzt einer der längsten Lego-Spiele, die ich gespielt habe. Für den Kanal hier. Aber es freut mich, dass wir es durch haben. Damit haben wir die OG Lego Star Wars Spiele durch. Ja, generell zum Spiel, ne? Was soll ich da so sagen? Es ist ein gutes Spiel, es macht sehr viel Spaß. Nur für die 100%, die Super Story war halt sehr unnötig. Das hat auch so schon gereicht. Aber gut. Was soll ich dazu sagen? Die haben es halt drin gemacht. Die haben es scheinbar danach nie wieder gemacht. Haben wohl aus den Fehlern gelernt, aus den Feedbacks. Von daher, die anderen Listen sollten leichter sein.
Indiana Jones soll laut Maddie einfacher sein. Mal gucken. Lego Batman wahrscheinlich auch. Und dann bis dahin vergehen noch sehr viele Tage und Zeit und Wochen und Monate. Ja, jetzt will ich nur noch meine 100%-Dinger haben. Die Rückkehr der Jedi, der Superstory abgeschlossen. Das interessiert keinen, das auch. Sehr gut. Und jetzt kommen die Credits. Und dann müsste da jetzt 100% dran stehen. Jawohl. Uno 100%. Und jetzt müsste die Trophäe ploppen. Wahrscheinlich, wenn ich reingeladen habe. Okay. Muss ich dafür in den Laden gehen oder was? Prozent abgeschlossen. Über Charakteranpassung kannst du super Jedi-Kräfte zugreifen. Ja, und wo ist meine 100%-Trophäe? Oder muss ich noch einen Custom-Character machen? Warum du mich nicht lassen machen? Ich habe doch 100% erreicht. Stimmt's ganz dumm oder was? Schließe das Spiel zu 100% ab. Okay, ganz komisch. Ich google mal eben. Okay, die Leute sagen, finish a free play level. It's a common glitch. Okay. Dann gehen wir ein free play level finishen. Ist das dumm? Ist schon wieder so dumm, dass es schon wieder weh tut, ey. Muss ich es finishen oder kann ich einfach speichern und beenden? Okay, warte mal, die sagen, ich soll einen custom erstellten Charakter nutzen im Freeplay. Gut, da wir irgendwas gerade zusammengebastelt haben. Gut, laufen wir halt nochmal schnell hier durch. Warte mal, jetzt können wir Extras anmachen. Mir reicht eigentlich nur. Na, wo ist es denn? Schnelle Macht. Unbesiegbarkeit. Schnelles Bauen. So, mehr brauche ich nicht. Und jetzt waschen wir schnell durch und dann sollte es ploppen. Wenn es dann immer noch nicht ploppt, dann muss ich googeln. Naja, das ist dann eine Frechheit, aber. Also das ist zumindest das, was drauf gestanden ist. Im allerersten Link, den ich gefunden habe. Thank you.
Okay, das scheint es bei vielen Leuten das Problem zu sein. Hallo. Ach so, das ist meine. Mein Gott. Das ist dumm. Aha, da ist er. Okay, man musste nochmal extra eine Runde spielen. Finde ich dumm, aber so ist es. Gut, meine Lieben. Damit haben wir das jetzt offiziell beendet. Es ist verbracht. Wir haben die 100% in Lego Star Wars The Complete Saga. Nach über 30 Stunden Spielzeit. Was sagt die Uhr nochmal? Nach 33,5 Stunden haben wir jetzt offiziell alles erledigt. Jetzt kann man das hier auch sehen. 1000 Punkte, 100%. So ein schönes Ding ist es. Wundergeil, Leute. Dann bedanke ich mich hier auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, beim nächsten Mal fangen wir dann Lego Indiana Jones an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst gerne ein Abo da, ein Follow auf Twitch, ein Kommentar, ein Like, alles was dazugehört. Würde mich sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.